John Kerry, the former Secretary of State under Barack Obama, John Kerry, der ehemalige Außenminister unter Barack Obama und derzeit der Beauftragte für den grünen Übergang der USA, ist der Gesandte, der umherreist und die Idee des Übergangs zu einer grünen Wirtschaft verkauft. Das macht er nun schon seit vielen, vielen Jahren. Neulich hat er etwas unglaublich Dummes gesagt, das wirklich hervorgehoben werden muss, weil es die Denkweise dieser Leute zeigt, die behaupten, die absolute Wahrheit und die ganze Wahrheit zu kennen, was gut für die Menschen ist. Und wie sich die Denkweise der Demokratischen Partei und ihrer Vertreter hin zur Kontrolle der Überzeugungen der Menschen und weg von dem Versuch, ihre Bedürfnisse zu vertreten, verschiebt. Und verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt genug Republikaner, deren Denkprozesse in eine ähnliche Richtung gehen. Whose mental processes go in a similar way. This is by no way constrained to the Democrats alone, but it is. Das ist keineswegs nur auf die Demokraten beschränkt. Aber es ist sehr aufschlussreich, dass es die Demokratische Partei in den Vereinigten Staaten ist, die diesen Weg einschlägt. Letzte Woche nahm John Kerry an einem Panel über den Klimawandel teil, bei seinem üblichen Vortrag, den er hält. Er saß dort in diesem Panel des Weltwirtschaftsforums natürlich. Ich meine, diese riesige Geldorganisation von Klaus Schwab, dem Mann, der die Menschheit verändern will. Es wurde vom Präsidenten des Weltwirtschaftsforums geleitet. Dann John Kerry, Sondergesandter des Präsidenten für Klima. Diese Person hier, Lawrence Tubiana, Geschäftsführerin der European Climate Foundation, und Catherine Feingold. Und sie unterhielten sich. Meistens sprach Kerry. Und dann kamen wir zur Fragerunde. Und John Kerry, und bitte, bitte beachten Sie, wie er versucht, seine Worte zu wählen. Er wurde nach sozialen Medien und Fehlinformationen gefragt, und er schaffte es sogar, den ersten Verfassungszusatz zu erwähnen. Ich weiß nicht, warum er das getan hat, aber er tat es. Bitte schauen Sie zu, und dann werden wir darüber diskutieren. Könnten vielleicht Außenminister Kerry und die Diskussionsteilnehmer die Rolle der Bekämpfung von Fehlinformationen über das Klima in den Lösungen auf dem Markt näher erläutern? Denn es scheint mir, dass es sowohl aus der Perspektive von Unternehmensinvestitionen als auch von Verbrauchern weit verbreitet ist. Es ist so schwierig. Jeder ringt gerade damit. Und ich denke, die Abneigung und der Kummer über soziale Medien wachsen einfach immer weiter. Und das ist Teil unseres Problems, besonders in Demokratien, wenn es darum geht, Konsens zu einem Thema zu finden. Es ist heute wirklich schwer zu regieren. Die Schiedsrichter, die wir früher hatten, um zu bestimmen, was eine Tatsache ist und was nicht, sind bis zu einem gewissen Grad ausgehöhlt worden. Und die Menschen wählen selbst aus, wo sie ihre Nachrichten oder Informationen herbekommen. Und dann gerät man in einen Teufelskreis. Es ist also wirklich, wirklich schwer, viel schwieriger, heute Konsens zu finden, als zu irgendeiner Zeit in den 45, 50 Jahren, in denen ich daran beteiligt bin. Und wissen Sie, es gibt jetzt viele Diskussionen darüber, wie man diese Entitäten einschränken kann, um sicherzustellen, dass es eine gewisse Verantwortlichkeit in Bezug auf Fakten gibt und so weiter. Aber schauen Sie, wenn Menschen nur eine Quelle nutzen und diese Quelle krank ist und wissen Sie, eine Agenda hat und Desinformation verbreitet, dann steht unser First Amendment als großes Hindernis für die Möglichkeit, es einfach, wissen Sie, aus der Existenz zu schlagen. Was wir also brauchen, ist, das Terrain zu gewinnen, das Recht zu regieren zu gewinnen, indem wir hoffentlich genug Stimmen gewinnen, um in der Lage zu sein, Veränderungen umzusetzen. Nun, offensichtlich gibt es einige Menschen in unserem Land, die bereit sind, Veränderungen auf andere Weise umzusetzen. Du fragst also wirklich, ob die Demokratie mit unregulierten sozialen Medien überleben kann? Ich denke, Demokratien stehen derzeit vor großen Herausforderungen und haben nicht bewiesen, dass sie schnell genug oder in ausreichendem Maße handeln können, um mit den Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, umzugehen. Und für mich ist das ein Teil dessen, worum es bei diesem Rennen, dieser Wahl geht.
Werden wir das Fieber in den Vereinigten Staaten brechen? Werden wir es brechen? Und dann geht er mehr in den Wahlkampfmodus als in alles andere. Aber ist es nicht absolut aufschlussreich, wie diese Leute über die Informationsfreiheit denken und wie sie auch über die Leichtgläubigkeit und Dummheit der breiten Massen denken, wie sie diesen Massen misstrauen? Ich meine, das ist absolut fantastisch. Ich denke, er spricht ehrlich seine Meinung darüber aus, wie er denkt, dass es früher einfacher war, als wir nur die großen Zeitungen hatten und wussten, wie wir korrekte Informationen in die Nachrichtenmedien einspeisen und dadurch die Erzählungen verbreiten konnten, die wir glauben machen wollten. Und jetzt haben wir das Problem, dass es auf Plattformen wie YouTube und Twitter und all den anderen und TikTok und so weiter verschiedene Arten von Erzählungen gibt und ein anderes Angebot. Man hat Leute, die irgendwo in einem Büro in Kyoto sitzen und direkt mit einem relativen Publikum sprechen können, ihnen Worte zeigen, ihnen Dinge zeigen und sogar die Zeit nehmen, um in großem Maßstab untereinander zu diskutieren, was geglaubt werden sollte und was nicht. Und der erste Verfassungszusatz der Vereinigten Staaten, bei aller Kritik, die ich an den USA übe, ist der erste Verfassungszusatz eine fantastische und phänomenale Errungenschaft und etwas, worüber die USA niemals, wirklich niemals nachdenken sollten, es aufzugeben oder einzuschränken, weil es tatsächlich eine sehr prinzipielle und gute Idee ist, Menschen frei sprechen zu lassen und diese Ideen tatsächlich für sich selbst konkurrieren zu lassen. Man kann über die Notwendigkeit eines grünen Übergangs und die Notwendigkeit, den Klimawandel zu bekämpfen, denken, was man will. Man kann auf dieser Seite oder auf der anderen Seite stehen. Das Wichtige ist, dass wir in der Lage sind, darüber zu diskutieren und nicht das Argument zu verwenden, dass man bestimmte Informationen, die einem nicht gefallen, zum Schweigen bringen muss. Und dann wird alles gut. Das ist ein Weg zu einem sehr dunklen Ort. Und ich denke, er hat es irgendwann erkannt, direkt nachdem er den ersten Verfassungszusatz angesprochen hatte, dass er in einen Bereich geraten ist, in dem er unmöglich die Gunst der Zuhörer gewinnen kann. Oder dass es ein grundlegendes Problem zwischen dem ersten Verfassungszusatz und seiner Vision gibt, wie Menschen von oben nach unten regiert werden sollten, mit Informationen, die von denen bereitgestellt werden, die es besser verstehen. Aber, wissen Sie, das fügt sich direkt in diese Erzählung über Populismus ein und wie gute Politikgestaltung und gute Politik die Kunst ist, Informationen, die man nicht mag, und Erzählungen, die man missbilligt, so klein zu halten, dass sie politisch unbedeutend sind. Diese Veränderung ist also ziemlich dramatisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Menschen in der Vergangenheit, wenn wir 100 Jahre zurückgehen und uns den demokratischen Prozess in den USA oder in europäischen Ländern ansehen, eine bessere Einstellung hatten. Ich habe diese Zeiten nie erlebt. Aber es erscheint mir als paradigmatisch für unseren Moment hier, dass es jetzt in Ordnung ist für Menschen, die behaupten, gute Demokraten zu sein und für demokratische Werte einzustehen, dass sie sich gleichzeitig ermutigt fühlen zu sagen, dass die Meinungsfreiheit und ein Wettbewerb der Ideen eine schlechte Sache ist und dass dagegen gekämpft werden muss, weil nur die guten Narrative zirkulieren dürfen. Und bei diesen Menschen frage ich mich wirklich, wie sie reagieren würden, wenn sie mit diesen Themen von falschen Narrativen und Lügen, regelrechten Lügen, die in großen Medienkanälen, in den vertrauenswürdigen Medienkanälen verbreitet werden, konfrontiert würden. Hunter Biden, Laptop, Russiagate, Tonkin-Zwischenfall, Massenvernichtungswaffen. Ich frage mich wirklich, wie sie darauf reagieren würden. Die einzige Reaktion ist wahrscheinlich, sofort in etwas anderes zu gehen und eine Gegenbeschuldigung zu machen. Denn das eine,
Was wir mit absoluter Sicherheit sagen können, ist, dass falsche Narrative, glatte Lügen, nicht erst seit dem Aufkommen der sozialen Medien kursieren. Sie kursieren und wurden schon lange, lange, lange vorher gepflegt und gefördert. Der große Unterschied jetzt ist, dass es technologische Werkzeuge gibt, die kleinen Leuten wie dir und mir tatsächlich ermöglichen, auch an der Massenverbreitung von Informationen teilzunehmen. Und das ist etwas, das die etablierten Machtstrukturen nicht mögen. Es ist faszinierend, dass diese Denkweise, wenn du Zeit hast, schau dir das Ganze beim Weltwirtschaftsforum an. Es ist direkt dort. Die Denkweise dreht sich natürlich darum, die richtigen Lösungen zu haben und sie einfach allen zugänglich zu machen und alle verstehen zu lassen, was das Gute ist. Und wenn sie es nicht verstehen, sind sie zu dumm. Die Frage ist also eine der Bildung. Es ist keine Frage der Debatte darüber, ob oder wie man es macht. Und die Leute vom Weltwirtschaftsforum hier, alle von ihnen, scheinen so sicher zu sein, so absolut sicher, dass sie natürlich nicht in Betracht ziehen, ihre Ideen zu diskutieren. Sie denken darüber nach, wie sie sie durchsetzen und wie sie Erzählungen bekämpfen können, die ihnen nicht gefallen. Sehr aufschlussreich für mich. Sehr besorgniserregend. Ich hoffe wirklich, dass der erste Verfassungszusatz in den USA stark bleibt. An alle meine Freunde und Kollegen in den USA, gebt das nicht auf. Wirklich, wirklich guter Teil eurer Verfassung. Liebe das. Gute Nacht. Wenn Sie unsere Übersetzungen schätzen, erwägen Sie bitte, uns auf Patreon zu unterstützen. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Vielen Dank. Wenn Ihnen die Kriegstreiberei und die ewige Meinungsmache in den Mainstream-Medien genauso auf die Nerven gehen wie mir, dann empfehle ich das Magazin International. Seit über 40 Jahren publiziert dieses österreichische Widerstandsblatt vernünftige Analysen des Zeitgeschehens auf Deutsch. Hochkarätige Akademiker, Diplomaten und ortskundige Experten schreiben darin über alles von Südamerika, Europa über den Nahen Osten und Afrika bis hin zu politischen Geschehnissen in Asien. Das vierteljährliche Heft erhalten Sie physisch und es wird Sie sicher freuen, mal was Vernünftiges zu lesen. Ein Abo kommt direkt dem Redaktionsteam zugute und unterstützt eine echte freie Presse. Auf international.or.at können Sie sich das noch heute bestellen. Meine ehrliche Empfehlung für eine gute Lektüre.